Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal habe ich ein Stadion eines Gründungsmitglieds der Fußball-Bundesliga besucht. Das Stadion des MSV Duisburg. Viel Spaß dabei. Die Schau ins Land Reisen Arena, auch Wiederaustadion oder MSV Arena genannt, ist ein Fußballstadion in der Stadt Duisburg. Es wurde 1921 gebaut und war mit einem Fassungsvermögen von 40.000 Zuschauern nach dem Berliner Grunewaldstadion die zweite Großsportstätte in Deutschland. Das Stadion ist die Heimspielstätte des MSV Duisburg und der Footballmannschaft von Rheinfein. 1922 wurde das Stadion anlässlich der deutschen Leichtathletikmeisterschaften erstmals sportlich genutzt. Die offizielle Eröffnung erfolgte im Jahr 1926. Das Stadion war zunächst die Heimspielstätte des Duisburger Spielvereins, der von 1904 bis 1927 zehnmal die westdeutsche Meisterschaft errang, an der deutschen Meisterschaft aber immer wieder scheiterte. Noch vor Gründung der Fußball-Bundesliga wurde Anfang der 1960er Jahre die Modernisierung des Wiederaustadions beschlossen. Von 1962 bis 1964 entstand die seinerzeit modernste Großtribüne Westdeutschlands mit insgesamt 9.928 Plätzen. Gleichzeitig wurde eine neue Flutlichtanlage errichtet. Als deutlich wurde, dass der MSV Duisburg, die damals noch Meidericher SV hieß, zu den Gründungsmitgliedern der Fußball-Bundesliga gehören soll, wurde von der Stadt festgelegt, dass der Verein auf dem ersten Fußballplatz Duisburgs seine Heimspiele austragen soll. In den 1970er Jahren wurde eine vollständige Überdachung des Stadions geplant, jedoch nie ausgeführt. 1973 erhielt das Stadion eine Kunststoffbahn, die 1989 anlässlich der Universiade gegen eine neue ausgetauscht wurde. In diesem Zusammenhang wurde auch die bis dahin umfangreichsten Renovierungs- und Umbaumaßnahmen durchgeführt. Dennoch blieb das Stadion eine unterdurchschnittliche Spielstätte, die nicht mehr dem Standard entsprach. Das Stadion wurde von 2003 bis 2004 bei laufendem Spielbetrieb zu einem reinen Fußballstadion der MSV Arena bzw. neu gebaut. Zu Beginn der Saison 2005/06 wurde die Kapazität noch einmal geringfügig durch zusätzliche Plätze im Oberrang erweitert. Zu Beginn der Saison 2007/08 wollte der Energieversorger RWE Namenssponsor des Stadions werden. Nach Protesten der Duisburger Fanszene zog das Unternehmen aufgrund der Namensgleichheit mit dem Lokalrivalen Rot-Weiß Essen das Vorhaben zurück. Im Juli 2010 wurde der Reiseveranstalter Schau ins Land Reisen Namensgeber. Der Vertrag lief bis zum 30. Juni 2021 und wurde anschließend ohne Nennung einer Vertragslaufzeit verlängert. Das Unternehmen kündigte jetzt an, dem MSV ab der Saison 2024/25 nicht mehr als Sponsor zu unterstützen. Das Stadion hat eine Kapazität von 31.500 Plätzen. Diese sind aufgeteilt in 24.500 Sitz- und 7.000 Stehplätzen. Die Eintrittskarten kosten aktuell zwischen 6,30 Euro und 39 Euro. Und wie immer noch die Hinweise zur Anreise. Bei der Anreise mit dem Auto aus Richtung Osten über die A2, 42 oder 40 fahrt ihr bis Kreuz Hamborn bzw. Duisburg. Dann auf die A59 Richtung Düsseldorf bis zur Abfahrt Wannheimer Rot-Wedau. Vom Westen über die A40 kommend geht es bis zum Kreuz Duisburg, dann auf die A59 Richtung Düsseldorf bis zur Abfahrt Warnheimer Rot, Duisburg. Aus Richtung Norden über die A3 bis zur Abfahrt Wedau und dann nach rechts und schließlich bei Anreise aus Süden über die A3 auch bis zur Abfahrt Wedau und dann nach links. Es wird empfohlen, aufgrund der beschränkten Parkmöglichkeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Hierzu fahrt ihr mit der S-Bahn Linie 1 Richtung Düsseldorf bis zur Haltestelle Duisburg-Schlenk. Von dort sind es noch ca. 10 Minuten zu Fuß. Mit der U-Bahn Linie 79 Richtung Düsseldorf bis zur Haltestelle Grunewald. Auch von dort sind es ca. 10 Minuten zu Fuß. Ab dem Hauptbahnhof mit der Buslinie 934 Richtung Wedau-Wolfsee bis zur Haltestelle MSV Arena.
mit der Buslinie 939 Richtung Klinikum Duisburg ebenfalls bis zur Haltestelle MSV Arena und mit der Buslinie 944 Richtung Wiedau-Wolfsee bis zur Haltestelle Sportschule Wiedau. Von dort sind es ca. 7 Minuten zu Fuß. Wie immer packe ich euch einen Link mit den Hinweisen zur Anreise unten in die Beschreibung. Ich bin mit der U-Bahn angereist und nach dem 10-minütigen Fußweg wurde ich mit einer Reminiszenz an alte Zeiten begrüßt. Auch das darf natürlich wieder nicht fehlen, das Bild vom Stadionmenü. Wie ihr es schon gewohnt seid, kommt zum Schluss wieder die Bewertung meines Besuchs. Die Bewertung spiegelt nur meinen Eindruck des Besuchs wider, andere können und dürfen durchaus eine andere Meinung haben. Auf geht's. Verkehrsanbindung. Das Stadion ist aus meiner Sicht sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Auch die Anfahrt mit dem Auto ist problemlos möglich. Lediglich die Taktfrequenz bei der U-Bahn war für mich nicht ideal. Vielleicht ist es bei den Bussen und bei der S-Bahn anders. 8 von 10 Punkte. Stimmung. Aufgrund der Tabellensituation des MSV und des Spielverlaufs war die Stimmung nicht die beste. 5 von 10. Stadionmenü. 10,50 Euro hört sich auf den ersten Blick nach viel an. Wenn man aber berücksichtigt, dass davon 2 Euro Pfand für den Becher sind, relativiert sich das Ganze wieder. Auch hier muss ich leider kritisieren, dass der Getränke- und der Essensstand getrennt sind und es bis auf Kleinigkeiten wie eine Brezel am Getränkestand nichts zu kaufen gibt. Auch gibt es in der Nähe von den Kiosken nicht genügend Ablagemöglichkeiten. Geschmeckt hat das Bier und die Bratwurst aber gut. 8 von 10 Punkten. Sicht. Die Sicht im Stadion ist sehr gut, es gibt keine Einschränkungen. 10 von 10. Stadion. Das Stadion ist gerade einmal 20 Jahre alt und an manchen Stellen sieht man das sehr deutlich. Es bietet jetzt nicht den größten Komfort, reicht aber völlig aus. 8 von 10. Die Schau-ins-Land-Reisen-Arena erreicht 39 von 50 möglichen Punkten und landet bei mir auf Platz 12. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, euer Stadiontester.